sachte bremsen, dann geht das auch ganz gut. Wenn man nicht voll in die Bremse reintritt und einfach so ein bisschen sachte rumrutscht, geht das auch. Man muss nur ein bisschen Feingefühl haben, dann geht es. Außer man macht so wie ich und rutscht einfach überall raus. Komm rum, Mann! Nein, nein, nein! Ich krieg's nicht geschissen! So, jetzt in der letzten Runde kurz locker machen. Probieren wir eine perfekte Runde, ohne rauszukommen. Und uns irgendwie rauszudrehen. Ich werde es eh nicht schaffen. Ich werde in der ersten Kurve failen, aber kann es mal probieren. Ja, die Möhre läuft 300 Spitze. Kurzer Schlenker. Ist jetzt ganz gut, aber beim Bremsen wird die Karre übelst leicht auf dem Heck. Können wir gleich mal gucken, da vorne. Weil, guck! Ja gut, es geht sogar. Aber vorhin ist sie halt übelst leicht geworden auf dem Heck. Da wieder. Aber er zieht wieder an. Er zieht an wie Sau. Der Wagen geht echt gut. Kann man nichts sagen. Ich glaube, ich mache nach dieser Mission, nach dem Turnier hier fertig. September. Na gut. Auf die Viertelstunde kommt es auch nicht mehr drauf an. Ich mache noch eine Viertelstunde. Dann ist Schicht im Schacht. So, schön auf die Zielgerade eindriften. Mit mehr als genügend Vorsprung gewinnen wir dieses Rennen. Bumm. Schön Arnos Auto kaputt machen noch. Weiter. Jo. Falschmeldung. Nehmen wir mal wieder den Alligator. Ist ja auch ein Undercover-Cop-Auto. Sieh mir, Ben, haben Sie heute schon in die Zeitung geschaut? Meinen Sie die Falschmeldung, dass zwei Polizeibeamte bei einem weiteren Bombenanschlag ums Leben gekommen sind? Ja, was wir Gott sei Dank verhindern konnten. Das Innenministerium hat entschieden, die 5 Inhaftierten freizulassen. Die ganzen Anschläge und Attentate in der Stadt nehmen dramatische Ausmaße an. Um den Fokus auf die Wirtschaftskonferenz nicht zu verlieren, wollen sie die Forderung der Erpresser erfüllen. Ich find's auch wirklich haarig, wenn man nicht nur die Bürger, sondern auch noch die Kollegen beschützen muss. Die Inhaftierten werden in wenigen Minuten entlassen und mit einem Bus zum Flughafen gebracht. Das BKA setzt Beamte in Zivil ein, um die 4 gefährlichsten Kriminellen im Auge zu behalten. Sie heften sich an die Fersen des 5. Mit wem haben wir es zu tun? Klaus Asche hat vor 4 Jahren eine Serie von Sprengstoffanschlägen verübt. Semir müsste sich erinnern können. Ja, und wie ich mich erinnere, Klaus Asche, der hat mir eine Menge Albträume beschert. Hast du ihn damals geschnappt? Einer meiner schönsten Tage, als ich ihm endlich die Handschellen angelegt habe. Ja, in dem Falle würde ich sagen, let's go! So, fahren wir doch zum Flughafen. Und suchen da unseren Verdächtigen. Beziehungsweise Inhaftierten eigentlich. Ist ja nicht mehr verdächtig, man weiß, dass das war. So, wo ist jetzt hier der Bus? Ach, da ist er. Da kommt er. Toller Bus. Wunderschön. Wunderschön. Da ist er. Klaus Asche. Er wird offenbar abgeholt. Okay. Fahren wir mal hinter nach.
Hinternach. Was laber ich? Fahren wir mal hinterher. Das meine ich. Da hat aber einen ganz schönen Zahn drauf, ne? Müssen wir unseren Porsche Cayenne VW Touareg Kreuzung schön treten. Aber er geht ganz gut, finde ich, ne? Zirkus. Na sowas. Da haben wir wohl genau den richtigen im Auge. Sie könnten ja noch auf die Autobahn abbiegen, aber... Nee, tut er nicht. Okay. Ich würde sagen, wir parken mal hier. Also so langsam komme ich nicht mehr mit. Das ist doch nicht so schwer, Simir. Die Erpresser und Attentäter finden wir hier im Zirkus. Und sie wollten Klaus Asche haben. Aber wozu zum Teufel? Das kann dir Beni... Dir Beni... Alter Schwede! Beni, ja, er heißt jetzt Beni. Nee, der Ben kann dir das leider auch nicht sagen. Lieber Semi. Da sieht jemand zu uns rüber. Oh nein, verdammt, das ist der Stuntshow-Leiter. Jetzt sieht uns Klaus Asche auch. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Mensch, der kennt mich doch auch. Die werden etwas hektisch. Das sehe ich selbst. Die haben mich erkannt, Mensch. Jetzt wissen die, dass wir von der Kripo sind. Und jetzt steigen sie auch gleich ins Auto. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir wegkommen. Mensch, seh mir dabei, bist du doch eigentlich leicht zu übersehen. Hahaha. Der Ben, der kleine Witzbold. Es ist ja auch übelst schlau, mitten auf der Straße zu parken. Was meinst du? Wie gut sind die Jungs von der Motor- und Stuntshow? Ich hoffe nur, die schießen nicht genauso gut. Also... Sie hätten ja irgendwie am Rand parken können und nicht mitten auf der Straße, aber nein, mitten. Barrel Roll. Haben wir auch noch nicht geschafft. Oh, da hat geknallt. Wir sollten vielleicht noch den Christbaum anschmeißen. Ja, aber ohne Sirene, bitte. Ah, mich hat's erwischt. Verdammt, ist es schlimm? Es geht so. Zentrale für Cobra 11 schickt uns Verstärkung. Postiert Straßensperre und Notarzt mit Krankenwagen. Ben hat eine Kugel abbekommen. Wir haben schwere Jungs im Schlepptau. Ende. Au. Auto, scheißegal. Wir müssen Ben in Sicherheit bringen. Oder Ben hier. Nein, ich fahre heute auch wie ein begossener Pudel. Pudel kann ich Auto fahren, ne? Na gut, ich auch nicht. Eigentlich sagt man das ja in einer anderen Kombination, aber YOLO. Mann, müsst ihr immer da stehen, wo ich gerne durchfahren will. So, machen wir mal die Warnblinkanlage an. Die kümmern sich um dich, Ben. Bleib du an der Sache dran. Ich berichte erstmal der Chefin. Unser Auto komplett im Arsch. Hä? Wieso kann ich schon fahren? Aha, okay. Fahren wir mal mit Blau Ich zur Chefin und sagen ihr das. Aber bitte ohne in die Wand fahren. Das würde ich gerne auslassen. Steht schon wieder so ein Schlawiner. Mann, verpisst euch doch mal. Nicht mal in Ruhe nach Hause fahren können wir. Mach dich vom Acker, du dumme Sau. Mann, ey. Da ist er weg. Oh. Verdammt. Zentrale für Cobra 11, bitte kommen. Semir Gerkan. Novakov. Ihr seid mir lange genug in die Quere gekommen. Was soll das? Stecken Sie etwa auch hinter der Erpressung? Warum haben Sie den Häftling freigepresst? Ich brauche ihn. Aber das hat dich nicht zu interessieren. Deine Zeit ist abgelaufen. Hey, Semir. Darf ich mitmachen? Verdammt. In letzter Sekunde. Danke. Lass ihn wegfahren. Wer war denn das? Das wirst du mir nicht glauben. Lass ihn wegfahren. Wir sind nicht zu viert. Ne, ne, ne. Lass ihn einfach wegfahren. Schon okay. Tag 6. Wie spät haben wir? Okay. Ich glaube, die Mission mache ich noch. Und dann ist aber wirklich Schicht im Schacht. Wieder mit dem Alligator. Der hat uns gute Dienste erwiesen. Gewiesen? Erwiesen? Erwiesen. Das ist Deutsch.
Ben, Semir? Wir haben eine Suchmeldung im Radio verbreitet. Daraufhin hat sich ein Zeuge gemeldet. Er hat beobachtet, wie Kisten von einem der gesuchten LKWs in einen Transporter mit der Aufschrift City Mail umgeladen worden sind. Gibt's denn City Mail wirklich oder ist das nur eine Tarnfirma? Den gibt es wirklich und sie vermissen einen Transporter. Das erklärt das. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Ich schicke euch Verstärkung. Machen wir mal unser Christbäumchen an. Nicht allzu weit entfernt, ne? So. Nochmal kurz zurück zum Thema mit dem Kanal da, à la Pizmeet. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Also wenn ihr findet, ja, macht das oder nein, macht das nicht. Und wieso ich es nicht machen soll, weil ehrlich gesagt, ich sehe nur Vorteile. Nachteile, klar, wir sind ein paar viele Leute, aber ist für mich nur ein Vorteil. Wir kriegen mehrere Videos. Wir können jeden Tag ein Video hochladen. Da ist er, da ist er, da ist er. Halt! Polizei? Ah, gut. Das habt ihr auch in euer tägliches Video, ne? Der hat nur Möbel geladen. Und wupp. Ja, klar muss da ein Auto stehen. Ja, ist klar, Alter. Wie gesagt, ich sehe keine Nachteile, ich sehe nur Vorteile. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet? Genau. Na klar musst du da stehen, Mann. Klar steht er da, wo ich gerne durchrasen will. Weil ich ja kein Blaulicht an habe oder so. Da hätte ich reingemusst. Scheiße. Aber der Aldra gräbt sich schön in den Asphalt. Das finde ich cool. Der nicht in die Leiter reinfahren. Der verhakt sich richtig im Asphalt und lässt ihn nicht mehr weg. So, Autobahn, das ist unser Revier. Wir sind die Autobahnpolizei. Go, go, go. Wir sind die Ich wollte gerade sagen, wir sind die Schrottkönige der A4. Ha, wird sogar stimmen. Ja klar, ziehst du rüber, ist klar. Da vorne ist er. Da ist er. Dann fühlen wir ihn doch mal auf dem Zahn. So, halt mal an. Dude, halt an. Ein leerer Transporter. Ist klar, ich fahre um den ganzen Scheißkreis herum, ne? Wovon träumst du nachts? Ja, sorry. Ein Schild umgemäht. Ist klar, fahr weiter, wenn Polizei auf dich zu braust. Komm, das passt. Hack, knapp gepasst. Ups, ist ein Kaspersky-Ding eingestürzt. It was my fault, I'm sorry. Schon wieder hier. Und wieder kriegt das nicht hin, hier rauszufahren. Nicht nur die Polizei ist so dumm dafür. Kein Sprengstoff. So. Dürften aber bald mal irgendwie Sprengstoff finden, ne? Klein bisschen. Bisschen C4. Ja, ich bin dem Schild kurz ausgewichen. Das war alles geplant, dass ich so weit gerutscht bin, ne? Ne? Steht da? Das war nicht geplant. Doch, jetzt war es geplant. Sehr gut. Was haben wir denn da? Das muss der Transporter sein. Der hat auch wieder ordentlich Begleitschutz. Ups,
Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir was zu fangen. Die kommen ja wie gerufen. Sollen die sich um den Eskortierungsservice kümmern? Wir bleiben am Auspuff des Transporters. Machen wir mal unser LED-Blink-Geschichte an. Kriege ich Handlungsfreigabespiel? Spiel? Ich kann auch fahren. So halb. Wieso? Wollt ihr mich verarschen? Wieso darf ich dem nicht auffahren? Ich muss den ja anhalten. Junge? Junge? Wieso darf ich... Was ist das für ein Witz? Guckt, ich darf den nicht auffahren. Kriege ich... Ich muss ja den anhalten. Was soll der Mist? Hallo? Habe ich jetzt irgendwie einen Bug ausgelöst oder muss das so sein? Ich fahre mal hinterher. Mal gucken, was er macht. Sonderlich schnell ist ja der Kollege nicht. Ja gut, er fährt einen Kastenwagen. Der wird wahrscheinlich nicht allzu schnell können. Junge, aber Gas geben darfst du trotzdem. Wenn ich dir schon hinterherfahren soll, gib wenigstens Gas. Bitte. Nicht nur mir fahren die Leute rein, nein. Das ist schön zu wissen. Und nicht nur ich fahre behindert. Na super, hier geht's nicht weiter. Ist der lebensmüde? Halt an, Mensch! Der Irre will durchbrechen! Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Den hätten wir auch. Mit Pauken und Trompeten. Und da waren es nur noch zwei. Die Anschläge der Autonomen, Attentate auf Kollegen, Zirkuswagen. Ist ja kein Wunder, dass dieser Novakov Nachschub braucht. Noch zwei LKWs mit Sprengstoff im Umlauf. Was zum Teufel hat Novakov damit vor? Der hat hier alles zu Klump gebombt. Das sieht ja schlimmer aus, als wenn ich hier durchgefahren wäre. So, somit hätten wir Tag 6 auch abgeschlossen mit nur 3 Missionen. Ich glaube, Tag 7 ist der Finale. Moment. Oh, einmal kurz niesen, dann geht es auch schon wieder. Ich glaube, das ist der finale Tag. Na, ich will euch nicht spoilern. Aber auf jeden Fall war es das von dieses Mal von Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. In dem Sinne, wünsche ich euch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ja, wobei, wenn ihr den Part seht, wird wahrscheinlich wieder Woche, unter der Woche sein. Auf jeden Fall, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Swisszocker. Ciao.